Die Neuwahlen kosten Steuerzahler 50 Millionen Euro. Was sagst du dazu? Ja, ich weiß nicht. Ich finde schon, dass es notwendig ist eigentlich. Also ist zwar wahrscheinlich ziemlich teuer, aber man hat gesehen, wie es gelaufen ist und nicht das Gefühl, dass es so weitergegangen wäre. Okay. Und gehst du überhaupt noch wählen? Ja, auf jeden Fall gehe ich wählen. Also ich schaue mal, wen ich wähle, aber wählen tun immer. Ist nicht bis jetzt besonders schwierig, wer man wählt? Ja, auf jeden Fall, aber irgendjemand muss man sich entscheiden und man könnte auch irgendwie einen Kalender wählen, der, wenn jemand sympathisch ist, denke, das werden sich viele überlegen, vielleicht nicht unbedingt dieselben Namen zum Wählen. Das ist eine Sauerei. Warum? Ja, das tut mir ja alles zusammen. Hätten die Chöre geschafft, müsste es nicht sein, oder? Mhm. Und gehen Sie überhaupt noch wählen nach dieser Farce? Das muss ich mir schwer überlegen. Eher nicht. Und wenn Sie wählen gehen, wissen Sie jetzt schon, wen Sie wählen? Nee. Muss ist ja niemand da? Wen soll man wählen? Ja, wenn es politisch Neuwahlen braucht, dann muss man das Geld ausgeben. Mhm. Und gehen Sie überhaupt noch wählen nach dieser Farce jetzt? Nein, weil ich bin ja ein Schweizer Staatsbürger. Ah, okay. Ja, aber in Dornbirn wohnhaft. Okay, und wen hätten Sie denn gern als Bundeskanzler? Ja, Sie, über das tue ich mich nicht äußern, weil das ist meine private Sache. Ja. Alles klar. Ja. Wenn Sie außerdem finde ich sowieso, dass es in Österreich nicht so gut bestellt ist mit der Kultur der Demokratie. Ich bin überhaupt nicht für die Neuwahlen. Warum nicht? Die hätten arbeiten sollen und sich zusammenraufen, mehr oder weniger, und nicht auf die eigenen Befindlichkeiten schauen. Mhm. Gehen Sie jetzt überhaupt noch wählen, nach dieser Farce? Trotzdem. Ich weiß noch nicht was, aber wählen gehe ich. Wir haben das Privileg, dass wir wählen können. Und aufregend hat sich eigentlich nur derjenige, der nicht wählen gegangen ist. Und das ist die große Frage, wie viele heute schreien über die Regierung, die das letzte Mal nicht wählen war. Und überlegt man sich diesmal ganz genau, wenn man wählt? Man muss sich die Programme anschauen und die Personen, die unter Umständen aufgestellt werden.